This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen, wenn auch kleinen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich höre mir im Augenblick Aufnahmen an von Tom Fress aus 2011, wo er das Buch liest Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy, auf Deutsch Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums. Und ich hatte da ja letzte Woche schon mal eine kleine Lesung draus gemacht im Zusammenhang mit moderne Kriege, wo es eben um die Militärgeschichte der Kirche ging so ein bisschen, ne? Wenn ich mich das richtig erinnere. Gewalt in der christlichen Tradition hieß das. Nun, heute möchte ich gerne etwas anderes kurz vorlesen. Und weil ich, das ist auch ein bisschen, weil ich mich selber wieder ein bisschen in die Stimmung bringen will, um Henry Charles Lears Buch weiterzulesen, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Ne? Und der Tom Fress ist ja Amerikaner und Amerikaner haben ja nach 2001 eine Erfahrung mitgemacht, wo bei ihnen die sogenannte Enhanced Interrogation durchgeführt wurde, also Enhanced Interrogation, das heißt auf Deutsch wahrscheinlich so viel wie weitergeführte Unterfragung, und Unterfragung oder Befragung ist ja im Grunde dasselbe wie Inquisition, das heißt ja auch nichts anderes als Befragung, und die weitergeführte ist halt, wenn man zu etwas härteren Mitteln greift, und wer sich daran erinnert, vor knapp 20 Jahren, der weiß ja, dass man damals in Gefängnissen wie Abu Ghraib und anderen Plätzen in Afghanistan und so, wo die Amerikaner aufgrund der Anschläge vom 11. September 2001 überall meinten, sich rächen zu müssen, dass da viele Übertretungen passiert sind und dass man da eben viele Gefangene eben auch gefoltert hat, zwischen Anführungszeichen. Und man sagte dann, ja, wir machen hier Waterboarding. Waterboarding, das ist so ein richtig schönes Wort, wo man im Grunde gar nicht viel mit anfangen kann. Das ist ein sehr modernes Wort. Ich muss mal eben, das habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht, ich muss mal eben im Internet nachschauen, wie übersetzt man Waterboarding eigentlich ganz normal ins Deutsche. So, mache ich jetzt mal eben hier, auch während die Aufnahme läuft, gucke ich mir das an, wollen mal schauen.
Waterboarding in Deutsch, das heißt, Waterboarding wird übersetzt als Wasserfolter. Also es gibt vielleicht verschiedene Ausdrücke dafür im Englischen. Ich kenne nur Waterboarding und die normale Übersetzung davon ist dann eben Wasserfolter. So, Wasserfolter, das ist eine, wenn man die Beschreibung nimmt hier jetzt, eine Praxis, eine Person dazu zu bringen, ein physisches und psychisches Gefühl zu erleiden, das dem Ertrinken ähnelt, indem sie mit dem Kopf nach unten auf ein schräges Brett geschnallt wird, wo ihr Mund und Nase bedeckt sind, während Wasser über ihr Gesicht gegossen wird, typischerweise um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen bei einem Verhör. Die Praxis wird von einigen Gruppen als Folter eingestuft. Von einigen Gruppen. Ich sage euch mal ganz ehrlich, ich bin ein bibelgläubiger Christ und ich würde so etwas immer, oder ich schätze so etwas immer, oder ich stufe so etwas immer, nicht schätze, ich stufe so etwas immer als Folter ein. Das ist jemand anderem Leid zu fügen und dann auch unnötiges Leid. Also da muss man doch wohl gar nicht drüber diskutieren. Diese ganzen Erklärungen lassen wir es mal. Gut, dann habe ich mir gesagt, Tom hat darüber vorgelesen, über die Wasserfolter. Und zwar hat er hier vorgelesen aus einem, wie gesagt, das ist auf Seite 209 in dem Buch Gottes erste Diener. Steht hier, ein milder Fall von Wasserfolter wird im Detail von Henry Charles Lear in seiner unerreichten vierbändigen History of the Inquisition in Spain beschrieben. Also das ist die Geschichte der Inquisition in Spanien. Ich lese ja die Geschichte der Inquisition im Mittelalter in drei Bänden, oder zumindest den ersten Band möchte ich gerne fertig machen. Habe ich ja schon soweit über 40 Sendungen von gemacht und möchte ich auch gerne zu Ende bringen. Diesen ersten Band, die anderen zwei schiebe ich auf die lange Bank, die werde ich vielleicht in der Zukunft mal lesen, im Moment nicht. Aber die Geschichte der Inquisition in Spanien, das vierbändige Buch, das habe ich von Lear überhaupt nicht. Aber der Peter de Rosa zitiert das hier in seinem Buch auf Seite 209. Und das, wo Tom drüber vorgelesen hat, das hat mich so geschockt, kann man fast sagen, was man da gelesen hat, dass ich sagte, das möchte ich gerne meinen deutschen Zuschauern auch mal mitteilen. Und das bringt mich ja wieder ein bisschen auch in das Thema der Inquisition rein. Und wir gehen dann danach gleich weiter in das nächste Unterkapitel, das heißt die spanische Inquisition. Und wir werden damit enden am Ende auf Seite 213, weil auf Seite 214 beginnt dann die römische Inquisition. Und jeder kann sich natürlich das Buch gerne bestellen und selber lesen. Aber ich wollte halt diese Dinge, die Wasserfolter und die spanische Inquisition, euch kurz vorlesen, weil mich das sehr beeindruckt hat von dem, was Tom vorgelesen hat. Natürlich mit dem Hintergrund der Geschichte muss man verstehen, dass die Amerikaner da eine andere Geschichte haben als wir Europäer. Wobei, bei uns in Europa wird wahrscheinlich auch Wasserfolter zugepasst, nur wird da nicht so offen drüber gesprochen. Oder haben wir es bis jetzt noch nicht erfahren? Man darf ja nicht vergessen, dass sogar in Spanien, weil das nächste Thema ist ja die spanische Inquisition, in Spanien Inquisitionsmethoden bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurden, bis zum Tode von Franco. Der Caudillo war, ne? Der spanische National- oder nationalsozialistische Führer, der ja Hitler und Mussolini und Pavelic und sowas alle überlebt hat, ne? Und immer noch bis in die 70er Jahre letztes Jahrhundert da regiert hat in Spanien und eben auch noch Folter gemacht hat, weil er war ein Katholik. Und die Inquisition ist natürlich nun mal eben etwas Katholisches. So viel zur Einleitung, weshalb ich gerne diese paar Seiten lesen wollte. Und da fangen wir dann jetzt mal an. Also, die Wasserfolter im ersten vollen Absatz auf Seite 209 im Buch Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums von Peter de Rosa, das übrigens erschienen ist, meine ich 1988 oder sowas, also zumindest das Englische, hatte ich hier mal gesehen. Hier die deutsche ist von 1991, original 1988, ja. Der Autor sagt, ein milder Fall, wobei man jetzt, ich glaube, wenn man die Person selber fragt, die das untergehen musste, die das durchstehen musste, die wird wahrscheinlich nicht von mild sprechen. Und was ich euch gerade vorgelesen habe, ist auch nur ein Beispiel. Es gibt noch viel brutalere Arten und Weisen, um die Wasserfolter durchzuführen. Aber schauen wir mal, was Henry Charles Lear sagt. Peter Droser sagt. Ein, ich sage es mal zwischen Anführungszeichen, milder Fall von Wasserfolter wird im Detail von Henry Charles Lear in seiner unerreichten vierbändigen History of the Inquisition in Spain, das er 1907 schrieb und veröffentlichte, beschrieben. Elvira del Campo kam im Jahr 1568 vor das Gericht von Toledo. Die junge Frau war schwanger gewesen. Als sie im Juli des vorhergehenden Jahres verhaftet wurde, so, jetzt muss ich den Satz aber richtig lesen. Ich war mit meinen Gedanken gerade woanders, weil
Ich habe Elvira del Campo im Internet gesucht und ich habe etwas gefunden, was ich mir dann nicht anhören konnte. Das war nämlich ein Podcast auf Spotify. Da muss man sich aber für anmelden und das tue ich natürlich nicht. Ich habe das jetzt gerade hier, mache ich das nochmal auf und ich werde euch den Link mitschicken. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch das gerne anmelden. Das heißt hier das Geständnis der Elvira del Campo. Da geht es also um diesen Fall. Ich war eben mit Gedanken noch da beim Lesen. Davon kann man die Sätze nicht richtig lesen. Also nochmal. Elvira del Campo kam im Jahr 1568 vor das Gericht von Toledo. Die junge Frau war schwanger gewesen, als sie im Juli des vorhergehenden Jahres verhaftet wurde. Ihr Kind wurde Ende August im Gefängnis geboren, doch war nicht bekannt, was aus ihm geworden war. Die Anklage gegen sie lautete, dass sie nie Schweinefleisch aß und dass sie samstags frische Unterwäsche anzog. Es wurde angenommen, sie sei eine Kryptojüdin. Eine Kryptojüdin, darunter versteht man halt Juden, die sich ausgeben als Katholiken, um der Verfolgung zu entgehen. Da ja die Juden in Spanien zur Zeit der Inquisition, wir sprechen hier über das 15. Jahrhundert, hauptsächlich sehr stark verfolgt wurden. 15. bis 16. Jahrhundert. Das ist ein anderes Thema. Elvira war Christin und mit einem Christen verheiratet. Nun weiß ich nicht, ob das jetzt eine wirkliche Christin war oder ob sie eine Katholikin war oder vorgab, eine Katholikin zu sein, weil ihr wird ja unterstellt, eine Kryptojüdin gewesen zu sein. Auch ihr Vater war Christ, doch ihre Mutter hatte jüdische Vorfahren. Als Elvira 11 war, hatte ihre Mutter sie gelehrt, Schweinefleisch zu verabscheuen. Na, wir wissen ja, in der jüdischen oder in der alttestamentlichen Tradition des Volkes Gottes ist Schweinefleisch ein unreines Fleisch und wird von daher nicht gegessen. Ne? Danach wurde ihr übel, wenn sie versuchte, es zu essen. Ihre Mutter hatte sie auch gelehrt, samstags die Unterwäsche zu wechseln. Für ein junges Mädchen hatte nichts von alledem religiöse Bedeutung. Die beiden Arbeiter, die in ihrem Haus wohnten, denunzierten ihre, zwischen Anführungszeichen, jüdischen Angewohnheiten bei der Inquisition. Sie meinten es wahrscheinlich nicht böse. Sie hatten Angst, automatisch exkommuniziert zu werden, wenn sie verdächtiges Verhalten nicht angaben. Durch ihre Meldung gewannen sie sogar 3 Jahre Ablass. Die Zeugen sagten übereinstimmend, dass Elvira gut zu jedermann war und regelmäßig zur Messe und Beichte ging. Also, damit ist das Mysterium geklärt, ob sie Christin oder Katholikin war. Ja, sie war Katholikin, weil eine Christin geht nicht zur Messe und schon gar nicht zur Beichte. Und dass die Arbeiter, die bei ihr im Haus wohnten, meinten, dass sie exkommuniziert würden, wenn sie dieses Fehlverhalten nicht angeben würden, ist ja einer der großen Erfolge der römisch-katholischen Kirche im Mittelalter der Inquisition und auch heute. Später noch, ich meine, denk mal an Corona und die ganzen Verräter und Denunzianten, die es heute noch alle gibt. Bei der römisch-katholischen Kirche ist es so, wenn man etwas bemerkt, was nicht dem römisch-katholischen Dogma entspricht und man meldet es nicht, dann kann man selber dafür auch belangt werden. Zum Beispiel kann man exkommuniziert werden. Nur mich persönlich kann der Papst gerne 100.000 Mal exkommunizieren, das interessiert mich nicht, das hat für mich überhaupt keine Folgen, weder geistlich noch physisch. Außer natürlich erklärt mich dann vogelfrei und jeder kann mich dann töten in dem Augenblick, weil das ist ja bei der römisch-katholischen Kirche ein löbliches Werk, einen Heretiker zu töten und Heretiker sind halt Exkommunizierte, weil Exkommunikation ist nichts Biblisches, von daher ist mir das völlig wurscht. Es wäre für mich eher genau wie für Martin Luther, als der damals seine Bulle ad extirpanda, denke ich, hieß die, empfangen hat. Eine Ehre gewesen, vom Papst exkommuniziert zu werden. Dazu mal eben das. Aber diese gläubigen Katholiken, die fürchten natürlich, dass sie damit ihr ewiges Leben verwirken. Und durch die Exkommunikation können sie nicht mehr teilhaben an den Sakramenten in der römisch-katholischen Kirche. Und die Sakramente sind nötig, um, ich sage es mal jetzt auf vereinfachte Art und Weise, Punkte zu sammeln fürs ewige Leben. Und eben um überhaupt das ewige Leben durch die römisch-katholische Kirche so gesagt zu bekommen. Also Exkommunikation ist für den gläubigen Katholiken eine ganz fürchterliche Strafe. Nicht nur auf diesem Leben oder in diesem Leben, sondern vor allen Dingen im kommenden Leben, weil ihm das damit genommen wird.
und die ganzen Probleme, die er in diesem Leben damit hat, natürlich. Von daher, die Motivation, die wir vielleicht so heute im 21. Jahrhundert gar nicht mehr richtig verstehen können, die diese beiden Arbeiter hatten, um die Frau, wo sie gewohnt haben, anzuzeigen. Der Autor fährt fort und sagt, der offizielle Prozess wurde am 6. April eröffnet. Ihr gegenüber saßen zwei Dominikaner und ein bischöflicher Vikar. Dominikaner, wieder einmal. Wir erinnern uns an frühere Lesungen von mir, wo wir über das frühere Jugoslawien gesprochen hatten, über den Poglavnik, Pavelic, wo auch Dominikaner und Franziskanerorden, also Mönche, ja, am Völkermord aktiv teilhatten. Das hat Tradition, wie wir lesen hier im 16. Jahrhundert. Also Dominikaner sind nicht einfach nur irgendwelche freundlichen Kuttenträger, die morgens und abends was beten und zur Messe gehen und ihren katholischen Glauben vollziehen. Nein, es sind ganz fürchterliche Menschen meistens, die so fanatisch in ihrem Glauben sind, dass alles andere, was nicht ihren Glauben annimmt, vernichtet werden muss. Und deswegen waren die Dominikaner ein führender Orden in der Inquisition, was dann die Jesuiten in den 1540er Jahren übernommen haben. Aber in Spanien war das noch nicht so weit. Deswegen haben wir 1568 immer noch die Dominikaner, die hier in dem Prozess ihr gegenüber saßen. Also der offizielle Prozess wurde am 6. April, wir sprechen hier über 1568, eröffnet. Ihr gegenüber saßen zwei Dominikaner und ein bischöflicher Vikar. Sie wurden gewarnt, sie würde gefoltert, wenn sie nicht die ganze Wahrheit sagte. Sie blieb dabei, dass sie nichts wusste. Sie fiel auf die Knie und bettelte, man möge ihr sagen, was sie bekennen solle, und sie würde es gern bekennen. Die Inquisitoren wiederholten, sie wisse, welches Unrecht sie getan habe. Sag die Wahrheit. Nun, wir hatten das ja bereits in Henry Charles Lear-Lesungen soweit verstanden. Und auch ansonsten, denke ich, habe ich das schon öfter mal erwähnt, wenn man damals vor ein Inquisitionsgericht kam und wurde angeklagt, irgendwelche Heresien wohl getan zu haben oder heretisch gedacht zu haben oder sonst was, nur man wusste gar nicht, was man gemacht hat. Es wurde einem nicht gesagt, A, wer die Denunzianten oder Ankläger sind, B, und wessen man überhaupt angeklagt wurde. Man durfte C, keinen Verteidiger zu Rate ziehen, und außerdem hatten wir bereits gelesen, dass selbst die Verteidiger, ich glaube, das kommt ja auch nochmal vor, selbst die Verteidiger sich in die Gefahr begeben würden, selbst exkommuniziert zu werden, wenn sie einen Heretiker verteidigen würden, vor einem Inquisitionsverfahren. Also eine ganz bescheidene Situation, weil die Frau wird hier vors Gericht gezerrt, wird angeklagt und ihr wird gesagt, sag die Wahrheit, und sie weiß überhaupt nicht, was sie verkehrt gemacht hat. Ja? Sie fiel auf die Knie und bettelte, man möge ihr sagen, was sie bekennen solle, dann würde sie es gern bekennen. Sie hatte keine Ahnung, wessen sie angeklagt war. Da sie ihre Unschuld beteuerte, wurde sie zur Folterkammer geschleppt und nackt ausgezogen. Man gab ihr Saragüeles oder Panos de la Vergüenza, eine kleine Hose, um ihre Scham zu bedecken. »Señores«, schrie sie, »ich habe alles getan, was Sie sagen, und ich gebe falsches Zeugnis gegen mich selbst.« Damit waren die Richter nicht zufrieden. »Sag die Wahrheit!« Ihre Arme wurden gebunden, die Stricke schmerzhaft zugedreht. »Ich habe alles getan, was Sie sagen«, erklärte Elvira. »Wir wollen Einzelheiten.« »Ich habe kein Schweinefleisch gegessen, weil mir davon übel wurde, Señores. Ich habe alles getan. Bindet mich los und ich werde die Wahrheit sagen. Sagt mir nur, was ich sagen muss.« Die Stricke wurden angezogen, bis sie schrie. Sie brechen ihr die Arme. Bei der 16. Drehung rissen die Stricke. Auf ein Nicken des Inquisitors brachten die Henker sie zum Potro, einem Gestell mit scharfkantigen Sprossen wie eine Leiter. Es stand schief, so dass ihr Kopf tiefer lag als ihre Füße. Während sie in dieser Stellung gefesselt wurde, wurden die Halseisen an ihren Gliedern verengt. »Señores«, fliehte sie, »erinnert mich an das, was ich nicht wusste. Sie reißen mir die Seele heraus.
Sag die Wahrheit. Ich habe das Gesetz gebrochen, sagte Elvira verzweifelt. Welches Gesetz? Ich weiß es nicht, Senor. Sagt ihr es mir. Ein weiteres Nicken, und der Henker zwang den Mund der Gefangenen mit einem Bostezzo, einer eisernen Zange, auf. Eine Tocca, ein Stück Leinen, wurde ihr in den Hals gestoßen. »Nehmt es weg«, schrie sie, »ich ersticke und mir ist übel.« Langsam goss der Henker Wasser aus einer Literkanne auf die Tocca, so dass es ihr den Hals hinuntertropfen konnte. Einige Gefangene bekamen 6 bis 8 Kannen hinuntergegossen und erstickten daran. Elvira versuchte zu sagen, sie sterbe. Als die Tocca entfernt wurde, war sie still, entweder weil sie nichts zu sagen hatte oder weil sie nicht sprechen konnte. Die Folter wurde für 4 Tage unterbrochen. Bis dahin war Elvira an jedem Glied steif geworden. In der Einzelhaft war ihr Schrecken gewachsen, während sie die nächste Sitzung erwartete. Kaum war sie in der Folterkammer, brach sie zusammen und bat, ihre Nacktheit bedeckt zu bekommen. Von da an war ihre Rede zumeist unzusammenhängend. Am Ende gelang es den Inquisitoren, ihr abzupressen, dass ihre Weigerung, Schweinefleisch zu essen, und ihr samstäglicher Kleiderwechsel der Beweis ihres Judentums sei. Sobald ihr klar war, was von ihr erwartet wurde, war sie erleichtert, ihre Abtrünnigkeit gestehen und um Gnade flehen zu können. Ein Richter war dafür, sie zu verbrennen. Dies war die höchste Strafe. Die Kleriker konnten das Verbrennen sanktionieren, wollten aber nichts mit dem Schwert zu tun haben, weil die Bibel Blutvergießen verbot. Wenn ein Gefangener bereute, wurde sein Eigentum konfisziert und er wurde eingekerkert. Wenn das lebenslänglich in den Verliesen der Inquisition bedeutete, dauerte es wegen der dort herrschenden Bedingungen gewöhnlich nicht lang. Manchmal wurde man für eine bestimmte Zeit zu Gefängnis verurteilt. Die Mindeststrafe war, Zitat, das Kreuz der Schande, Ende Zitat. 2 Kreuze aus gelbem Filz wurden auf jedem Kleidungsstück, das der Beschuldigte trug, vorn und hinten befestigt. Dies stellte sicher, dass er als Paria behandelt wurde. Aussätziger bedeutet das. Elvira wurde nicht verbrannt. Die meisten Richter waren für milde. Sie hatte über 1 Jahr im Gefängnis verbracht. Ihr Eigentum wurde konfisziert, sie musste das Kleid der Schande tragen und bekam eine Gefängnisstrafe von 3 weiteren Jahren. Aus irgendeinem Grund, vielleicht Wahnsinn, wurde sie nach 6 Monaten freigelassen. Der Fall war abgeschlossen. Elvira del Campo muss als Beispiel für viele 1000 Opfer stehen. Als fromme Christin wurde sie von den Vertretern des Papstes im Namen des Papstes gefangen gesetzt und gnadenlos gefoltert. Ihr einziges Verbrechen war, dass sie tat, was Jesus sein Leben lang getan hatte. Die spanische Inquisition. Die Inquisition, unter der Elvira litt, wurde in Spanien 1480 von Antichristpapst Sixtus IV. Autorisiert. Als Ferdinand und Isabella, also der damalige König und die Königin von Spanien, über die Mauren siegten, also über die Mohammedaner, bekehrten sich viele Mauren und Juden zum Christentum, um der Bestrafung zu entgehen. Die Monarchen fürchteten, sie seien keine wahren Christen, also Katholiken, bitte schön zu verstehen. Eine Bedrohung für den Staat. Von daher kam bei den konvertierten Juden eben dieser Name Krypto-Juden auf. Deshalb baten sie den Papst um Erlaubnis, die Inquisition in ihrem Herrschaftsbereich einzusetzen. Der berühmteste aller Großinquisitoren war der Dominikaner Thomas de Torquemada. Er wurde 1483 ernannt und herrschte 15 Jahre lang wie ein Tyrann. Von seinen über 114.000 Opfern wurden 10.220 verbrannt. Und wir müssen das bitte verstehen als lebendig verbrannt. Ja? In einem sogenannten Auto da Fe. Das ist ein
öffentlicher Akt des Glaubens, Autodafé. Das heißt Akt des Glaubens. Ja? Aus Akt des Glaubens werden die Menschen lebendig verbrannt, weil die Bibel verbietet, das Schwert zu gebrauchen. Dann verbrenne ich die Leute eben lebendig. Das verbietet die Bibel nicht. Ich meine, dass Jesus Christus ganz klar gesagt hat, man soll niemandem Schmerzen zufügen. Niemanden verletzen. Von über 114.000 Opfern des Torquemada, die in den offiziellen, hier bekannt gegebenen Archiven vermerkt sind, heißt nicht, dass es nicht noch eine Dunkelziffer gibt, von der man ja sonst immer so schön spricht, wurden 10.220 lebend auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Viele andere bekamen lebenslängliche Gefängnisstrafen. Torquemada, der Prior des Klosters Santa Cruz in Segovia und Beichtvater Königin Isabellas, führte ein heiligmäßiges Leben, was die Katholiken ebenso heilig nennen. Ne? Er fastete oft, aß nie Fleisch und lehnte den lukrativen Bischofssitz in Sevilla ab. Er lebte in einem Palast mit 250 Dienstboten und hatte 50 Berittene. Wahrscheinlich waren das seine Leibwächter. Und die brauchte er. Tja, wenn man 114.000 Menschen verfolgt, der Inquisition unterzieht und dafür sorgt, dass die nie wieder die Freiheit erleben dürfen, mindestens 10.000 öffentlich verbrennt, dann hat man wahrscheinlich einige Feinde, nehme ich mal so an. Aber, fährt der Autor fort, er war kein Sadist. Er verbrannte Tausende von Menschen, beobachtete aber selten das Leiden seiner Opfer. Also wenn das ein Beweis dafür ist, dass ich kein Sadist bin, weil ich die Leute zum Tode durch Feuer verurteile, aber dann selbst nicht zuschaue, dann sollte man, glaube ich, das Wort Sadist neu definieren. Also für mich zumindest. Ja? Für mich ist das absolut sadistisch, alleine schon Menschen zum Tode zu verurteilen. Und dann noch zu einem solchen Tode. Sein Odium, sagt der Autor, war streng theologisch. Er handelte nur aus Liebe zu Christus und Hingabe für den Papst. Wo in der Bibel steht geschrieben, dass ich aus Liebe zu Jesus Christus andere Menschen foltern und Leben verbrennen muss? Zeigt mir mal den Text in der Bibel. Und Hingabe für den Papst, der sich selber als Stellvertreter Christi hier auf Erden ausgibt. Das heißt, er glaubt an einen anderen Christus, den, der verkörpert ist in dem Papst, in dem Antichristen. Also, ich glaube, wir haben den Torquemada jetzt ganz gut analysiert, ne? Einmal argwöhnte Torquemada Ferdinand und Isabella, wollen für einen Preis einige reiche Juden in ihrem Reich bleiben lassen. Da stürmte er zu ihnen, fuchtelte mit einem Kruzifix und brüllte, Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Wollt ihr ihn für mehr verkaufen? Das Kuriose ist, dass die Nazis diese Judengeißel in die Gaskammer geschickt hätten, wenn er im 20. Jahrhundert gelebt hätte. Denn Bruder Thomas von Torquemada hatte eine jüdische Großmutter. Llorente, Inquisitionssekretär in Madrid von 1790 bis 1792, schätzte in seiner Geschichte der Inquisition, dass bis zu seiner Zeit in Spanien 30.000 Menschen hingerichtet worden waren. Unter der Herrschaft Philipps II., der spanischen Gatten von der Bloody Mary, ja, also die Königin Maria aus dem 16. Jahrhundert in England, forderte die Inquisition den Schätzungen nach viele tausend Opfer mehr als die Christenverfolgung unter den römischen Kaisern. Einige katholische Historiker wie de Maistre haben gemeint, die spanische Inquisition sei eine rein politische Einrichtung gewesen. Hier sehen wir wieder mal die Vermengung zwischen Theologie und Politik, ne? Zwischen geistiger und weltlicher Macht.
Hier sehen wir wieder einmal, wie die Religion die Politik beherrscht, ne? Einige katholische Historiker meinten, die spanische Inquisition sei eine rein politische Einrichtung gewesen. Ja, die aber von der Kirche doch ausging. Die Basis hierfür ist, dass die Päpste ihrer nie ganz froh waren. Dies freilich vor allem deshalb, weil sie absolute Kontrolle wollten, ohne die ihre Einkünfte schrumpften. Denn, wie Pastor in seiner History of the Popes, also Geschichte der Päpste, bemerkt, war sie, Zitat, eine gemischte, aber hauptsächlich kirchliche Institution. Ende Zitat. Na, eine gemischte, aber hauptsächlich kirchliche Institution. Wir sprechen hier über die Inquisition. Na? Also nichts von wegen eine politische Einrichtung. Säkulär, weltlich. Der Autor von Forten sagt, die Verurteilten wurden dem weltlichen Arm überantwortet. Also das Geistliche verurteilt sie und übergibt sie dann dem Weltlichen, weil das Geistliche darf ja kein Schwert gebrauchen. Und so kann dann die weltliche Macht, also die Regierungsmacht, die Urteile ausführen. Deswegen nennt man das übrigens auch Exekutive, ne? Heute noch. Das wäre nicht nötig gewesen, fährt der Autor fort, wenn die Inquisition ein kirchliches Gericht gewesen wäre. Ein Beweis dafür war, dass der Inquisitor bei den großen Autodafés, also öffentlichen Verbrennungen von Lebenden, auf einem höheren Thron saß als der Monarch. Wenn der Kirchenführer oder die einer eben aus der Kirchenhierarchie, aus dem Klerus, über dem Monarchen sitzt, dann ist doch, glaube ich, deutlich für jeden ersichtlich, wer hier wen kontrolliert. Wer hier die Macht hat. Wer hier das Heft in Händen hält. Denk mal an die Bilder, die wir gesehen haben in den Verschwörungsserien von John F. Kennedy, wo ja auch John F. Kennedy mit Papst Paul VI. Mal nicht zusammengesessen hat und eben der Papst auf einem höheren Stuhl saß als der Präsident. Genau dasselbe. Diese Gottesurteile waren bei den Spaniern sehr beliebt. Also, wir sprechen hier über die Autodafés, die öffentliche Verbrennung von lebenden Menschen. Karl Ludwig, Baron von Pollnitz, gibt in seinen 1738 erschienenen Memoiren eine interessante Schilderung. Ludwig war ein Spitzenbeamter am Hof des Königs von Preußen gewesen. Er war vom Calvinismus und Katholizismus konvertiert und das bedeutete, dass er seine Stellung verlor. Doch er hatte gute Beziehungen und er versuchte, sich mit einer Weltreise zu trösten, von der er ein detailliertes Tagebuch führte. Einmal war er Ostern zufällig bei einem Autodafé in Madrid. Er sah mehrere Leute, die, Zitat, des Judentums überführt, Ende Zitat, waren und verbrannt wurden. Unter ihnen war ein 18- bis 20-jähriges Mädchen. Er sah auf all seinen Reisen kein schöneres. Sie ging zu ihrer Hinrichtung, so schreibt er in seinem Buch, sie ging zu ihrer Hinrichtung mit Freude im Gesicht und starb mit dem Mut, für den unsere eigenen Märtyrer so berühmt sind. Später während seines Besuchs wurden in einer Nacht 40 Leute verhaftet, darunter ein berühmter Arzt namens Peralte, den Ludwig kennengelernt hatte. Es schien ihm bestimmt, durch die Inquisition zu sterben. Seine Mutter hatte ihn im Gefängnis geboren und war unverzüglich herausgebracht und verbrannt worden, weil sie Jüdin war. Als er 30 war, wurde er beschuldigt, insgeheim der Religion seiner Mutter anzuhängen. Also, wenn direkt nach der Geburt seine Mutter, weil sie Jüdin war, verbrannt wurde, hat er seine Mutter ja nicht besonders gekannt. Wie kann er dann der Religion seiner Mutter anhängen, wenn er sie gar nicht richtig gekannt hat? Mal eben eine Einwurffrage von mir hier, was die Logik doch ein wenig der Katholiken wieder mal in Frage stellt. Ne? Also als er 30 war, wurde er beschuldigt, insgeheim der Religion seiner Mutter, also dem Judentum, anzuhängen. Er wurde 3 Jahre eingekerkert.
Nach seiner Entlassung wurde er ein zweites Mal gefangen. Als Ludwig Madrid verlassen hatte, hörte er, Peralte sei verbrannt worden. Es war, als sei das Gebet seiner Mutter erhört worden, denn man erzählte, sie habe auf dem Scheiterhaufen gebetet, dass ihr Sohn eines Tages ebenso sterbe wie sie. So schließt Ludwig in seinem Buch. Zitat: Ich war sehr froh, zur Zeit von Peraltes Hinrichtung nicht in Madrid zu sein, denn ich kannte ihn ein wenig. Und obwohl er wirklich bigott war, was das Judentum betraf, hielt ich ihn für einen der zivilisiertesten Männer auf der Welt. Ende Zitat. Als Napoleon 1808 Spanien eroberte, berichtete ein polnischer Offizier in seiner Armee, Colonel Lemanowski, dass die Dominikaner sich in ihrem Kloster in Madrid verbarrikadierten. Als Lemanowskis Truppen sich mit Gewalt den Zugang verschafften, leugneten die Inquisitoren die Existenz irgendwelcher Folterkammern. Die Soldaten durchsuchten das Kloster. Und das ist in einer anderen Geschichte verbrieft. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gelesen habe. Also gelesen habe ich sie, aber ob ich sie vorgelesen habe, weiß ich nicht. Da könnt ihr aber auch selbst im Internet mal suchen über Napoleon und Spanien. Als Stichworte eingeben, dann findet ihr das. Die haben diese kostbaren Marmorböden, die in diesem Kloster waren natürlich, haben sie unter Wasser gesetzt. Und das Wasser lief ab. Und dadurch, wo das Wasser ablief, haben sie geheime Zugänge entdeckt in die Keller dieses Klosters. Deswegen eben, die Soldaten durchsuchten das Kloster und fanden sie unter den Fußböden. Die Kammern waren voller Gefangene, alle nackt, viele wahnsinnig. Die französischen Truppen waren an Grausamkeit und Blut gewöhnt, doch dieser Anblick war zu viel für sie. Sie räumten die Folterkammern, legten Schwarzpulver in das Kloster und jagten es in die Luft. Wie gesagt, da gibt es noch andere Aufzeichnungen drüber, die da ein wenig mehr drauf eingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei James Atkin Wiley war, aber das ist dann auch wieder in Englisch nur. Der hat ja über die Geschichte des Protestantismus drei Riesenbände geschrieben und da auch diese Dinge berichtet. Es gibt da sicher noch andere Quellen, wer sich da weiter mit beschäftigen möchte, der kann sie ja selbst gerne mal suchen. Meine Lesung kommt hiermit zum Ende, aber ich glaube, dass wir wieder einmal deutlich bewiesen haben, dass, was sich Katholizismus nennt, in keinster Weise irgendwie mit dem Jahwe, der Bibel und seinem einzigen Sohn, Jesus Christus, unserem Erlöser, zusammengebracht und verwechselt werden kann. Das kann einfach nicht. Wer die Bibel liest, kann Katholizismus nicht als Christentum bezeichnen. Kann Katholizismus, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, nicht als Christentum annehmen. Peter de Rosa ist ja, wie gesagt, ein so gesagter ehemaliger Jesuit. Von dem ehemaligen glaube ich nicht viel, das hatte ich ja bereits gesagt. Und diese Leute leisten ja einen bestimmten Eid. Da muss ich jetzt auch nicht drauf eingehen, den findet ihr bei mir auf meiner Archive-Bibliothek. Der Link davon ist in der Beschreibungsbox des Videos. Schaut euch das an und dann wisst ihr, was ihr von solchen Leuten zu denken habt. Es ist nicht, weil sie hier und da mal mit wahrer Geschichte rauskommen, dass sie deswegen ein löbliches Werk tun. Nein, ganz im Gegenteil. Gut, wie gesagt, es war eine kurze Sendung. Ich wollte diese zwei Punkte gerne mal mit euch besprechen und ich wollte mich selber auch wieder ein bisschen dahin bringen, zu sagen, von jetzt lese ich nochmal Geschichte der Inquisition. Und dieses Video, wir haben heute den 31. Januar, wird am 8. Februar, meine ich, also nächste Woche Mittwoch, als Premiere erscheinen. Und die Woche drauf werde ich ein Inquisitionsvideo veröffentlichen am Mittwoch und dann probieren, das ganze Buch in der nächsten Zeit auszulesen, bevor ich dann mein neues Werk antrete und da mich die nächsten Jahre wohl mit beschäftigen werde. Für heute, für diese Lesung danke ich fürs Zuhören und Zuschauen. Bitte stellt eure eigenen Untersuchungen an und vor allen Dingen lest die Bibel. Shalom, Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott,
Wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gesticht. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er am Kreuz gestorben.